der Saison 73-74 hat der 1. FC Kaiserslautern, de Betze, gegen Bayern gespielt. Endergebnis 7-4 für de Betze. Und von dem Spiel will ich euch jetzt erzählen. Genauer gesagt dort davon, was de Paul, mein Freund und ich, dort dabei erlebt haben. Das ist ein Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Im Betzeberger Fußballguck verzählt das Blues. Am Samstagmorgen hat in der Zeitung gestanden, in Südamerika wäre eine Regierung gestürzt und in Asien ein Flugzeug. Und wenn die Punkte halt nicht am Betzeberg bleiben däten, wäre er in Gefahr, ins Mittelfeld abzustürzen. Um 3:30 hat das Spiel angefangen, um 2:30 waren wir drauf, der Paul und ich. Da war es schon proppevoll. Von den Deiere Plätzen, da waren noch ein paar frei. Aber sonst, ein paar haben schon auf der Bäm gehockt. Der Paul und ich, wir haben jedenfalls ganz hinne gestanden und so gut wie nichts gesehen. Neben uns hat einer gestanden, der war viel kleiner als mir, hat aber ein Weihkistche dabei gehabt. Ach, hätte man doch auch ein Weihkistche mitgebracht. Der Paul hat gesagt, man müsste zum Abkaufen oder eine einfach runterschmeißen. Der Paul ist immer gleich so impulsiv. Aber ich habe ihn beruhigt und habe uns zwei Fläschchen Schnaps geholt. Das ist ein Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Im Betzelberger Fußballguck erzählt das Blues. Der Paul hat sein Fläschchen gleich halber leer gehabt und ich glaube auch. Wann das Spiel angefangen hat, kennt ich ihn jetzt nicht mit Bestimmtheit sah. Ich weiß nur, dass er all ganz still war sind. Der Mann auf dem Wollkistchen hat ganz blass ausgesehen und gesagt, die anderen täten vieren und das Spiel wäre großenteils vor unserem Tor. Der Paul hat gescholl. Die Flasche, die kennen sowieso keine Fußballspiele. Ich habe ihn wieder beruhigen müssen und uns noch zwei Fläschchen Schnaps geholt. Und in der Pause haben wir vor lauter Wut und Zorn an der Flutlichtmasch gepinkelt. Das ist ein Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Im Betzeberger Fußballspiel verzählt das Blues. Aber dann, in der zweiten Halbzeit, haben unsere gespielt wie die Hergötter. Da war was los. 6 Eier, dem Meier in der Kaste. Ha. Die erste zwei habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Beim dritten hat mir der Paul aber dann so fest auf die Schulter geschlagen, dass ich es halt noch spiele. Beim vierten ist einer vom Baum gefallen, beim fünften ist dem anderen sein Weihkistche zusammengekracht, beim sechsten hatte Paul vor Rührung geheilt. Das ist das Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Im Betzeberger Fußballspiel verzählt es bloß. Dann war das Spiel aus und wir sind heimgeschoben. Ein paar von uns haben die Bayern verschlagen. All war mir glücklich und zufrieden. Die Punkte waren am Betzeberg geblieben. Und der Paul und ich, wir waren ganz schön stabig. Am Sonntag war mir's den ganzen Tag schlecht. Ich bin nur immer kurz aufgestanden und haben mir ein Bild am Sonntag gekauft. Da hat drin gestanden. 35.000 am Betzeberg waren begeistert. Einer davon war ich. Das ist das Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Vom Betzeberger Fußballspiel verzählt das Blues. Am Montag sind wir wieder schaffen gegangen. Der Paul und ich.